Sehr geehrte HC1 Zuseherinnen und Zuseher, ich darf Sie heute recht herzlich zum Riederfaschingsumzug begrüßen. Ich bin heute als Waldgäste verkleidet. Welche Ideen die Zuschauer haben und wie die Festlegungen aussehen, das zeigen wir Ihnen gleich. Rund 30 kreativ gestaltete Wegen beeindruckten die Zuschauer rund um den Rieder Hauptplatz. Von wo ist die Idee gekommen, dass ein Wagen macht mit Flamingos? Naja, die Idee entsteht eigentlich, indem man sich einfach mal gemütlich zusammensitzt und wir haben dann mehrere Ideen gehabt, aber eine sinnvolle kommt dann meistens raus. Naja, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, das steht sich raus, aber es macht ja gar nicht. Wie seid ihr daher auf die Idee gekommen, dass du als Krankenschwester geht, mit so einem Krankenbett? Ja, wir haben das erfahren, dass heuer der Faschingsumzug das zweite Mal stattfindet, 2019. Und wir haben sich im Vorstand dazu entschlossen, dass wir sagen, wir gehen als Alten- und Pflegeheim und als zwei Krankenschwestern zusätzlich, weil das brauchen wir natürlich auch, wenn wer Infusionen oder was braucht. Jetzt wird es gleich wieder besser. Die Faschingswegen bauen sich natürlich nicht von selbst. Wann habt ihr angefangen zu bauen? Eigentlich zwei Wochen vorher. Zwei Tage haben wir eigentlich gebraucht. Aber die Planung und bis da alles besorgt ist, das dauert natürlich schon eine Zeit. Die Zuschauer konnten viele einfallsreiche und fantasievolle Kostüme bestaunen. Wir waren aus Weltraum unterwegs, dadurch sind wir ziemlich viele Aliens, Sterne und alles, was da oben unterwegs ist. Wir haben heute um 9 Uhr zusammengekommen und haben sie gegenseitig geschminkt. Kann man sich so einfühlen in den Rock, also in die Rockzeit? Ja, voll. Und nur dazu mit unserer Musik dann. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. Ihr seid das Faschingspaar heuer. Was sagt man dazu? Ja, es ist voll super. Es ist einmal was anderes und voll die Gaudi. Und man hat das nicht immer. Also es ist einmal eine neue Erfahrung. Heuer ist unser Thema von der Landjung auf Englischausbruch. Drum haben wir ein Gefängnis gebaut und nachher dann wird es wahrscheinlich mal sehen, dann brechen wir aus. Wieso bist denn du im Gefängnis? Ja, so einige Sachen. Ein wenig Viecher stehlen und ein paar Sachen halt. Ja, ich komme vom Mitmachen heute aus meinem Osterhasenloch, weil ich mir gedacht habe, ich muss wieder mal ein wenig Osterfreude verbringen heute. Der Faschingsumzug war für Zuschauer und Beteiligte ein großer Erfolg. Also es ist wirklich lustig, wir haben am Freitag eine Probe gehabt und es war am Freitag schon so lustig, dass wir Tränen gelacht haben. Ja, lustig. Die haben sich recht viel an da und einfach klasse zum Zuschauen und gigantisch, was die für Ideen haben. Ich wünsche euch auch noch viel Spaß. Gute euch und Servus.